EU und USA sind dabei, ein Freihandelsabkommen auf den Weg zu bringen. TTIP soll die Wirtschaft ankurbeln. Durch das Vereinheitlichen von gesetzlichen Regelungen. Doch ist, was für die Konzerne gut ist, auch gut für uns Bürger? Nahezu alle der von den Verhandlungsführern hinzugezogenen Berater vertreten Konzerninteressen. Dabei geht es um Entscheidungen mit erheblicher Reichweite. Grund genug, den Verhandelnden aufmerksam auf die Finger zu schauen. Doch genau das geht nicht. Denn verhandelt wird hinter verschlossenen Türen. Demokratie sieht anders aus. Was steht auf dem Spiel? Welche Interessen stehen hinter dem geplanten Abkommen? Hormonfleisch, Klonrinder, Chlorhühnchen und Gentechnik haben sich in den USA durchgesetzt. In der EU ist all dies noch verboten. Doch die übergreifenden Interessen der Konzerne sind klar. So erklärte zum Beispiel der Verband der US-amerikanischen Schweinezüchter, er akzeptiere kein Ergebnis, bei dem ein verbreitetes Hormonpräparat noch verboten sei. Gasgewinnung durch Fracking wurde in den USA massiv ausgeweitet. Unter hohem Druck wird eine Mischung von Chemikalien und Wasser ins Erdreich gepresst. Trinkwasser und Boden werden hierbei verseucht. Das TTIP verspricht billige Gasexporte. Doch zu welchem Preis? Und wer kommt für die Schäden auf? Umweltverbände weltweit lehnen das Fracking ab. Aufgrund der Finanzkrise haben die USA 2010 ihren Behörden die Möglichkeit gegeben, ausländische Tochterfirmen von US-Banken zu regulieren. Das ärgert die US-Bankenbranche. Mit der EU aber hat sie eine Verbündete gefunden. Denn diese fordert die Anerkennung der schwächeren EU-Gesetze. Wichtige Ansätze einer Bankenregulierung stehen damit wieder auf dem Spiel. Errungenschaften auf beiden Seiten des Atlantiks sind gefährdet. Arbeitnehmerrechte wurden hierzulande hart erkämpft. In den USA hingegen gibt es kaum einklagbare Schutzrechte gegenüber dem Arbeitgeber. Kein Recht auf die Wahl von Betriebsräten oder das Recht für Gewerkschaften, Tarifverhandlungen zu führen. Durch die neu konkurrierenden Märkte wären diese Errungenschaften direkt bedroht. Besonders gefährlich für Staat und Bürger sind die sogenannten Investorstaatsklagen, die durch TTIP ermöglicht werden sollen. Beeinträchtigen Gesetze die Gewinne eines Konzerns, kann er den Staat auf Schadensersatz verklagen, zu Lasten des Steuerzahlers. Und Klagen sind mehr als wahrscheinlich, denn die Gewinnerwartung wird natürlich beeinträchtigt von Umweltgesetzen, der Einführung von Mindestlöhnen, höheren Steuern oder einem Verbot einzelner Produkte. Problematisch ist, dass diese Klagen nicht vor normalen Gerichten verhandelt werden. Ein sogenanntes Schiedsgericht aus 3 Anwälten soll eingesetzt werden, dessen Entscheidungen völkerrechtlich bindend sind. Freihandelsabkommen können die Steuerzahler teuer zu stehen kommen. Das erlebt aktuell Kanada. Hier gilt wie in den USA und Mexiko das nordamerikanische Freihandelsabkommen NAFTA. In einem Bürgerbegehren entschieden sich die Bewohner der Provinz Quebec, die Umwelt vor dem Fracking zu schützen. Der Fracking-Konzern verklagte daraufhin den kanadischen Staat auf 250 Millionen US-Dollar Schadensersatz. Auch den vollmundigen Versprechen über Wachstum, Wohlstand und neue Arbeitsplätze ist zu misstrauen. Experten schätzen, dass NAFTA in den USA 700.000 Jobs vernichtet hat. Die Armut im Süden Mexikos nahm deutlich zu. Ganz im Gegensatz zu den wohlklingenden Vorhersagen, die damals überzeugten und die wir auch jetzt wieder hören. Gewinner der Freihandelsabkommen sind alleine die Banken und Konzerne. Noch können wir handeln. Helfen Sie mit, TTIP zu verhindern.